Vor grauen Jahren lebt ein Mann, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Der Stein hatte die geheime Kraft, vor Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Er überließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermachte, der ihm der Liebste sei. So kam der Ring auf einen Vater endlich von drei Söhnen, die ihm alle drei gleich gehorsam waren, die alle drei erfolglich gleich zu lieben sich nicht entbrechen konnte. Allein es kam zum Sterben und der fromme Mann kommt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei von seinen Söhnen so zu kränken. Er sendet in Geheim nach einem Künstler und lässt bei diesem nach Vorbild seines Rings zwei weitere machen. Wie er ihnen die Ringe bringt, kann selbst der Vater seinen Musterring nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden insbesondere, gibt jedem insbesondere seinen Segen und den Ring und stirbt. Halleluja.